Was passt besser zum Frühling als Blumen? Und wenn es ganze 7000 sind, umso größer die Freude. 7000 bunte Stiefmütterchen hat die Parchimer Wohnungsbaugesellschaft Wobau am 4. April an die Mieter verschenkt. Die langjährige Geschäftsführerin Gerda Behrendt und ihr baldiger Nachfolger im Amt Martin Eberwein haben dabei kräftig mit angepackt. Eine besondere Nähe zu den Mietern, die meisten davon sind Senioren, hat sich die Wobau noch vor vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben. Mit den Blumen bedankte sich die Gesellschaft bei den Mietern für ihre Treue. Also wir kaufen seit 8 Jahren jedes Jahr ungefähr 7000 Stiefmütterchen, wo die Hausgemeinschaften und die Bewohner unserer Häuser mit Stiefmütterchen versorgt werden, damit es vor den Häusern blüht und grünt. Und in diesem Haus ist es eben ganz besonders. Hier haben wir eine Begegnungsstätte und die Mieter helfen alle mit und erfreuen sich jeden Tag an den schön gepflanzten Stiefmütterchen. Wir finden das sehr wichtig, weil wir das ein Miteinanderleben symbolisiert. Das heißt, wir wollen, dass die Bewohner sich wohlfühlen in unseren Wohnungen, in unseren Umgebungen. Mit neu gebauten, seniorenfreundlichen Wohnkomplexen im Pestalozzi-Weg und am Exerzierplatz sorgt die Wobau nachhaltig für die Verbesserung der Lebensbedingungen in der Stadt Parchim. Die Stiefmütterchen passen wohl auch gut ins Konzept.